Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Thomas Kraus, 4-2 verloren. Leider nichts gut machen können heute. Ja, also man sollte jetzt nach dem Spiel überhaupt nicht auf irgendwie mit gut machen oder auf andere gucken. Wir müssen eine Serie starten und vorher brauchen wir überhaupt über nichts anderes reden mehr. Lotte hin, Lotte her. Wir gewinnen ein Spiel, dann treten wir heute wieder so auf, machen teilweise katastrophale Fehler wie beim 3-1. Oder also wo auch ich dabei war oder beim 2-1 pennen wir beim Standard. Das darf uns halt nicht passieren. Das 1-0, eventuell der Knackpunkt, vorher eine Fehlentscheidung, vielleicht vom Schiedsrichter? Ob das jetzt eine Fehlentscheidung war, hin oder her, vielleicht mag es gewesen sein, vielleicht sogar eine doppelte. Wir kommen aber zurück, machen das 1-1, dann waren wir wieder im Spiel drin und dann machen wir eben durch einen Standard, wo wir einfach pennen. Und das, ja, das reicht halt dann eben, dass man aus der Bahn wieder gerät, kriegen das 3-1, wie gesagt, durch einen dummen Fehler, kommen wieder ran. Ja, haben wir vielleicht sogar vorher die Chancen zum 3-2 für uns. Entschuldigung, zum 3-2 für uns eigentlich schon zum 3-3. Und dann, dass wir am Ende, wenn man aufmacht, noch einen fängt, das ist dann, ja, kann passieren. So, dann seid 4-2 verloren gegen die Lautra. Schade drum. Wie sehen Sie das Spiel? Ja, sehr bitter. Ne? Nachdem wir gestern die Vorlage bekommen haben, dass wir aufschließen können auf 7 Punkte in dem Fall erstmal, 6 Punkte, Entschuldigung, ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass die Mannschaft das heute nicht so umgesetzt hat, obwohl sie, sagen wir mal, nach dem 1-1 die Chance noch hatten, das Spiel zu drehen. Wir hatten nach dem 2-1 die Chance zum 2-2, um nochmal das Spiel zu drehen, aber unterm Strich war es trotzdem eine verdiente Niederlage. Das 1-0, vielleicht der Schlüsselpunkt des Spiels, war es eine Fehlentscheidung oder eine doppelte sogar? Ja, eine Fehlentscheidung war es auf jeden Fall, weil es klarer Einwurf für uns war. Ich meine, das hat jeder gehört hier außen, der Linienrichter genauso, darum hat er es so angezeigt. Und dann ging mit einem Kontakt auf einmal der Elferleins aufs Tor. Ja, aber wir sind dann mit dem Elfmeter wieder zurück gewesen. Also ich sage mal, nach einer Stunde 1-1, wie wenn es vielleicht 0-0 stehen würde. Von daher möchte ich es nicht unbedingt sagen, dass es jetzt das 1-0 entscheidend war. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man von der 40. bis zur 60. den 1-0 hinterherläuft oder ob es noch 0-0 steht. Das ist schon richtig. Jetzt geht es nächste Woche wieder mal gegen eine zweite Mannschaft, gegen Leverkusen. Wie geht es bis dahin weiter? Ja, müssen wir erstmal verkraften. Ne? Tut schon sehr weh, muss man ganz klar sagen, dass wir hier nicht Boden gut machen konnten. Muss natürlich das Ganze wieder analysieren, wie es halt so schön heißt. Aber letztendlich, sage ich mal, müssen wir einfach weitermachen. Ne? Wir müssen versuchen, Leverkusen zu schlagen. Fakt ist, dass Lotte nicht spielt. Das bedeutet, wir können auf 6 Punkte rankommen. Dann haben wir die Woche später Lotte selber. Also es ist noch nichts vorbei, aber es war natürlich schon ein Rückschlag heute.